Guten Abend im KKL, herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Keller, ich darf dieses Haus seit gut einem Jahr leiten und habe heute die große Freude, dass wir jemanden als Talkgast hier bei uns haben, den man nicht nur in Luzern und in der engeren Umgebung unseres schönen Hauses kennt, sondern der ein Mensch ist, dem Weltruf vorausgeht. Die nächsten gut 5 Viertelstunden dürfen uns freuen, dass wir Jacques Herzog bei uns haben. Die einen oder anderen von Ihnen werden sich auch gefragt haben, warum gab es jetzt eine kurze Pause bei diesem Kackelimpuls? Was ist der Grund von dem? Und dazu kann ich Ihnen sagen, wir haben sehr viele Stammgäste hier, die immer wieder in diesem Rahmen hierher zu uns kommen. Wir haben uns die letzten Monate viele Gedanken gemacht, wie wir dieses Format, das wir als einzigartig und hervorragend anschauen, einerseits das Bewährte weiter pflegen können und gleichzeitig auch mal was Neues wagen. Und wir werden ab Juni dann eigentlich mit 3 verschiedenen Formaten, immer unter dem Brand KKL Impuls, werden wir einerseits Gespräche zu Zeit haben. Das ist das bestehende, bisherige, bewährte Format mit Marco Meyer und mit Benny Etienne im Lead. Daneben gibt es KKL Literatur. Das werden wir zusammen mit der Buchhandlung Hirschmatt machen. Da wird der Jonas Lüscher im Juni zum ersten Mal in diesem Format bei uns sein. Und ab dem Herbst werden wir nachher noch eine dritte Variante vom KKL Impuls machen, die sich um das Thema Science kümmert. Und da werden wir die Universität Luzern, die ja direkt unser Nachbar ist hier, die werden mit einer Veranstaltung dann im Herbst starten, wo es das Thema Big Data sein wird. Also, wir sind da voll auf dem Weg, das Ganze wieder richtig hochzufahren. Die einen oder anderen sehe ich hier, die uns bisher als Sponsor unterstützt haben. Das entsprechende Logo ist schon wieder verschwunden. Aber es ist so, im Moment sind wir sponsorenfrei, wir sind gönnerfrei. Also wir machen das im Moment als Eigenveranstaltung vom KKL, sind aber ab der nächsten Saison dann selbstverständlich offen, falls Sie das möchten, falls Sie sich engagieren möchten. Es gibt da verschiedene Varianten. Sie können sich als Sponsor mit ihrer Firma engagieren. Sie können sich als Gönner mit einem kleineren Betrag bei uns da entsprechend engagieren. Und wenn Sie da noch Fragen zu diesem Thema haben, stehen wir, ich mit meiner Person oder auch der Sebastian Mais, der den Bereich Marketing-Kommunikation bei uns verantwortet, selbstverständlich Ihnen heute oder auch sonst gerne zur Verfügung. Das wäre es für den Moment von meiner Seite. Ich danke Ihnen, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind. Die Veranstaltung war schon lange ausverkauft. Es ist schade, dass der eine oder andere doch nicht den Weg zu uns gefunden hat oder vielleicht noch im Verkehrsstau hängen geblieben ist. Ihnen jedenfalls ganz viel Vergnügen, anregende Stunden, Minuten. Jetzt mit Jacques Herzog und mit Marco Meyer begrüßen Sie die Herren bitte mit einem großen Applaus. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen auch meinerseits. Wunderbar, dass Sie so zahlreich hier anwesend sind. Wir freuen uns sehr und ganz herzlich begrüße ich Jacques Herzog. Jacques, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Morgen, letzte Woche war noch kurz eine Angstminute. Es hieß, du musst sofort nach New York. Jetzt hat es gereicht, dass es heute noch klappt. Aber eine ganz andere Frage, was ist mit dem FC Basel los? Ja, das ist die wichtigste Frage heute Abend für mich, ja, das stimmt. Ja, es hat halt einen Führungswechsel und wenn es oben zu oberst nicht mehr so gut ist, wie es war, und es war ja so gut wie nie in irgendeiner Phase im Schweizer Fußball, dann ist es halt schwierig und wir werden sehen, ob das nächstes Jahr besser klappt. Ich hoffe es jedenfalls. Aber das ist sehr persönlich, aber jeder, der FCL-Fan ist, der weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, das ist eine Art Krankheit, wenn man das hat, so ein Virus, oder? Mhm. Und
Aber das war ja witzig, als dieses Spiel gegen den FCZ war, gab es einen Stromausfall in eurem Stadion. Und da sofort natürlich die Sonntagspresse reagiert, was ist mit Basel los? Du hast dann gesagt, ja, Basel hat immer ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Zürich. Sagst du das kulturell? Erfährt man das permanent oder wie siehst du das? Ja, das stimmt eigentlich nicht so, oder? Aber Basel ist halt am Rand der Schweiz, wie auch Genf, und ihr seid hier im Mittelland und Urkanton, und das ist ein anderes in der Schweiz sein, das ist eine Realität, oder? Obwohl Basel ist seit 500 Jahren schweizerisch und trotzdem ist der Dialekt anders. Es gibt viele andere Dialekte, die Walliser haben auch einen anderen Dialekt und die Bündner, also krass anders, oder? Mhm. Für uns ist jetzt von Zürich über Aargau, Luzern, ist es ähnlicher, sagen wir mal. Und das ist halt, das empfindest du als etwas ein bisschen anderes, und einerseits gefällt das den Leuten ja, dass sie anders sind, andererseits ist das ja auch nicht so toll, oder? Und für die Schweiz, glaube ich, ist es ein Vorteil, dass Basel mit seiner ganzen Kultur und seiner Wirtschaftspotenz ist die beste Wirtschaft der Schweiz, mehr als in Zürich, Wachstum, oder? Zurzeit jedenfalls. Ist es gut, dass es diese andere Region gibt, genauso wie es wichtig ist, dass es Genf gibt? Und ich glaube, das ist immer unser Ansatz gewesen. Die Schweiz ist so ein tolles Land, weil es eben so verschiedene Orte gibt. Und es ist verheerend, wenn die Schweiz so Zürich fokussiert ist. Mhm. Zürich schadet der Schweiz, wenn es so ist. Ich hab kein Problem mit Zürich. Ich bin nicht gegen Zürich. Ich finde das eine schöne Stadt. Aber ich meine jetzt mit der Basler Zeitung. Ja, ja. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist auch ein Problem, ja. Muss ich sagen, diese mediale Gleichschaltung. Aber ich sage, in der Schweiz ist eine Situation, wo ein Monopol entsteht, immer schlecht, weil die Qualität der Schweiz ist diese Verschiedenartigkeit. Mhm. Auch wenn der Dialekt für mich ähnlicher ist, der Luzerner Dialekt zu Zürich, als, sage ich mal, zu Bern oder zum Wallis, ist auch für mich Luzern, ich habe vorhin mit dir darüber gesprochen, eine ganz andere Stadt und eine interessante Stadt, ganz speziell, wenn du da ankommst mit dem Bahnhof, mit dem KKL, das ist einzigartig, und es ist wichtig, dass jede Stadt darauf besteht, wahrgenommen zu werden und eine Rolle zu spielen in der Schweiz. Und das ist das Problem, dass Zürich, die Schweiz ein bisschen zu sehr Zürich. Ja. Und das ist langweilig. Ja. Das ist der Punkt. Mhm. Nicht irgendwie, dass ich jetzt persönlich ein Problem habe, mir ist das furzegal, die Zürcher oder die Bern oder was auch immer. Mhm. Gut, kommen wir jetzt zur Sache. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, kurz ein bisschen was zu dir als Person. Der Weg. Dann haben wir gesagt, wir kommen auf drei Phasen des Büros Herzog und Dömeron. Wir haben es im Pressetext gesagt, wer Herzog sagt, denkt sofort auch Dömeron. Das ist eine Zweiheit, auf die kommen wir dann. Ihr seid beide 1950 geboren, beide stark mit Fußball verbunden. Du bist quasi am Fußballplatz aufgewachsen, eher ein bisschen südlicher. Ja, er hat nie Fußball gespielt. Das ging nicht. Aber er war ein guter Leichtathlet, guter Läufer, ja. Sehr gut sogar. Also Langlauf? Oder? Ja, so also Mittelstrecke. Mittelstrecke, so. Ja, ja. Sehr gut sogar. Auch Pierre? Ja, Pierre war. Pierre. Ich nicht. Ich habe immer Fußball gespielt, aber er war. Aber wir sind ganz nah aufgewachsen, das stimmt. Mhm. Und, aber auch wieder total verschieden. Er ist ja, seine Familie ist aus Neuenburg zugezogen und sehr welsch orientiert. Mhm. Meine Mutter ist auch welsch, aber das ist viel weniger ausgeprägt als bei ihm. Er war wirklich so ein bisschen anders, oder? Mhm. Und, aber wir haben uns sehr früh befreundet. Also in der ersten Klasse sprach er Französisch praktisch. Ja, schon, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber klar, zu Hause sprachen sie Französisch. Mhm. Ja. Jetzt dann nach der Schule die Diskussion nach dem Gymnasium, was tun? Du hast eine Zeit lang dich stark auch Richtung Kunst bewegt. Du hast schon einige Ausstellungen auch gemacht.
eher Installation mit schon Multimedial, mit Video. Habe selber nie etwas gesehen, aber habe darüber gelesen. Dann habt ihr, ich glaube, Pierre überlegte, Biologie zu studieren. Nein, ich habe Biologie und Chemie dann angefangen. Sogar angefangen, ja. Und dann irgendwann kam der Entscheid, wir gehen zusammen nach Lausanne. Ja. Und warum dann habt ihr gewechselt? Waren ja eigentlich die 68er ein bisschen. Ja, also viele Leute wissen das ja noch, es ist ja nicht einfach zu bestimmen, was man werden möchte als Beruf. Und ich denke, viele, die im Gymnasium sind, wissen gar nicht, was sie mal machen möchten. Wenn du eine Lehre machst, musst du dich ja noch früher entscheiden. Und wenn du tüchtig bist in der Schweiz, darum ist eine Lehre eigentlich ein toller Beginn in das Berufsleben. Du hast nachher Möglichkeiten mit Uni oder mit Fachhochschule wirklich kompetent zu werden in einem Bereich. Wenn du Matura hast, dann machst du ein Studium und meistens landest du dann in irgendetwas, das man mehr oder weniger gut gebrauchen kann. Und es gibt aber sehr viele Sachen, die man halt nicht so gut gebrauchen kann. Und wir haben das nicht so genau gewusst. Also ich wollte Kunst oder Forschung machen, ich persönlich, und habe dann nach einem Jahr gemerkt, ich möchte eigentlich das nicht machen. Kunst habe ich weitergemacht, aber quasi autodidaktisch, und habe dann mit Pierre entschieden, Architektur zu machen, weil, also ganz wortwörtlich, weil wir dachten, das sei ein bisschen etwas von allem. Also, und das ist es ja auch eigentlich. Und Architektur ist wirklich ein Beruf, wo, das ist ein altertümlicher Begriff, ganzheitlich ist. Das heißt, das ist wirklich einer der wenigen Berufe, wo ganz viele Sachen zusammenkommen und wo du eigentlich auch für ganz vieles dich interessieren und auch verantworten musst. Heute hat das abgenommen. Architektur ist heute, sage ich jetzt mal, bedroht aufgrund der Entwicklung des Businessmodells des Architekten. Wir hätten den Weg, den wir gegangen sind, heute könnte man den nicht mehr machen als junger Architekt. Dieses total experimentelle, suchende, fragende, das eben auch typisch ist für die 60er Jahre, für dieses Aufbrechende. Das ist erstens heute nicht mehr da in der Welt. Die Welt hat nicht mehr diesen experimentellen, aufbrechenden Charakter, sondern eine viel konservativere, viel bestimmtere, wieder sich verschließendere Mentalität. Und Architektur ist auch viel stärker noch ans Geld gebunden und an den Developer. Also die Architektur in den Städten wird heute mehr durch die Developers, also durch die Investoren gemacht, während früher gab es so Einzelinitiativen und der Staat war wichtiger. Und je mehr natürlich die Investoren das bestimmen, desto schwieriger ist es, dass ein junger Architekt, der noch kaum was gemacht hat, den Auftrag kriegt für ein Projekt. Weil Architektur, da geht es immer um viel Geld und viel Zeitdruck und so weiter. Da musst du viel mit dir bringen, um überhaupt so ein Ding hinzustellen. Das ist das, aber zu unserer Zeit war es möglich, quasi mit so Bricolage-mäßig, oder? Wir haben mit Dachstockausbauten und so kleinem Zeug, konnten wir uns in diese Welt hinein begeben, quasi. Ist ein bisschen tief gestapelt, aber ich weiß, was du meinst. Was war wirklich der Grund, von Lausanne dann nach Zürich zu gehen? Wusstet ihr schon, dass Aldo Rossi da ist? Und Schnäbli, war das eine konkrete Entscheidung? Nein, wir wollten lieber ins Welsche, weil wir mehr welschaffin waren. Und, aber das war damals, war die ETH Lausanne, hieß noch EPFL, also École Polytechnique, war noch quasi an dem Beginn. Und das war so eine biedere provinzielle Schule, dass wir halt dann nach Zürich gingen ins zweite Jahr, und wir gingen ja dann zu Lucius Burkhardt und nicht zu Aldo Rossi zuerst. Und erst nach, wir wussten gar nichts von Architektur. Und hatten das Glück, dass Lucius Burkhardt war ein bedeutender Denker, linker Denker der damaligen Zeit. Und Geher. Ja, wie? Geher. Geher, ja, ja, genau. Geher, ja. Ja, genau, ja, die Spaziergangswissenschaften. Und war eine komische Gestalt, der Lucius. Aber so eine Antifigur, und das hat uns sehr geprägt.
oder? Und der Aldo Rossi dann auch. Der Aldo Rossi war natürlich ganz anders, war elegant, sah gut aus, war Italiener, hat nur von Architektur gesprochen. Das hat uns auch geprägt. Und wir fanden ihn einen guten Architekten. Erst später habe ich gemerkt, dass er gar nicht so ein guter Architekt war, aber er war eine großartige Figur. Anreger. Ja, und einfach eine unglaublich tolle Gestalt. Ja. Es ist ganz wichtig, dass du als Junger tolle Lehrer, tolle Vorbilder hast. Das prägt dich für ein ganzes Leben. Dasselbe ist ja auch speziell die Rolle von Schnäbli. Würde man auch nicht primär sagen, dass er jetzt der absolut große Architekt war, aber was war eigentlich das große Verdienst von Schnäbli? Schnäbli war auch, der hat nur über Architektur gesprochen, zu viel fast von meinem Empfinden, aber der hat so ein Feuer, ein unglaubliches Feuer und hat einfach wirklich dieses Feuer den Studenten auch mitgeben können. Und er hat Gute auch, er hat das auch gelobt bei den Leuten, hat das irgendwie verstanden, die Studenten mitzunehmen und zu begeistern für die Sache. Ich glaube, das ist ein ganz großes Verdienst von ihm. Und ihr wart dann beide bei Schnäbli 2 Jahre Assistent? Nein, das ist eigentlich falsch in dem Begriff. Nur ich war Assistent bei ihm, aber nur 1 Jahr. Mhm. Und dann hat er mich eigentlich nicht mehr gewollt. Mhm. Und hat dann aber behauptet, ja, er hat gemerkt, dass die Zeit reif sei für mich, was anderes zu machen. Aber ich war eigentlich als Assistent relativ untauglich, glaube ich. Und warum, denkst du? Ich weiß nicht, ich habe mich nicht so, ich kann es nicht sagen. Ich war auch, ich habe ja auch nur ganz kurz in einem Büro gearbeitet, da war ich auch nicht brauchbar. Nein, das sage ich jetzt nicht. Keine als, Koketterie? Nein, es ist keine Koketterie, sondern ich glaube, für mich ist es schwierig, etwas anzunehmen und mit dem etwas anzufangen, was andere mir vorgeben, weil es, ich kann das, ich wusste nicht, was das soll, dass diese Projekte, die da die auf den Tischen lagen und ich fand das alles grässlich und ich fand auch die Studentenarbeiten schrecklich und ich fand das, was die Professoren sagten, nicht so toll. Aber du weißt als Junger nicht, ob du das je besser kannst. Mhm. Du spürst einfach, ob du das magst oder nicht. Und ich habe es einfach nicht so, ja. Man würde sagen, vielleicht auch ein unmögliches Sieg. Ein unmögliches Sieg, ja. Aber ich meine, wenn du das so sagst, ich denke ja dann später, das ist ja die Hauptrolle auch, neben dem ganzen Begleiten der Prozesse, dass ihr im Büro diese Rolle jetzt doch auch innehabt. Der Begleitung, des Monitoring, der kritischen, auch permanenten Ja, aber der Unterschied ist, dass du selbst diese Impulse gegeben hast und dann nervst es dich, wenn nichts daraus wird. Und es ist unglaublich zu sehen, wie man einen Impuls gibt in ein Projekt und wie dann gewisse Teams unglaublich damit was machen können und da gehst du weit und da spürst du, da ist jetzt etwas passiert und bei anderen, da ist, da denkst du, was für ein Scheiß, oder? Was? Okay. Und dann merkst du, entweder war der Input zu wenig gut oder die sind nicht fähig, da was zu machen. Und das ist, ja, das ist das Business. So ist das Business. Was wir haben ja kein Vorgespräch geführt, bewusst, weil wir sagten, es sollte auch ein bisschen spontan sein. Ich habe dir aber dann doch gestern ein paar Zeilen geschickt. Die Idee wäre ja eigentlich, dass wir versuchen, an 3, finde ich, entscheidenden Phasen zu begreifen, was es heißt, zu einem Büro zu werden mit diesem Weltruf, aus einer primär dann doch recht lokalen Situation zuerst. Und darum vielleicht zuerst die 80er Jahre, das war ja speziell. Alle schauten damals noch ins Tessin, es war diese Zeit der Tendenza. Alle sprachen nur von Vacchini, Galfetti, Snozzi, Campi, Carloni, Botta. Und dann kam diese Publikation von Peter Disch, eine Art Werkkatalog, Architektur in der Deutschschweiz. Und das Interessante finde ich heute, da wart ihr eigentlich unter ferner Liefen mit 5, 6 Projekten. Da war Meile dabei, da waren Diener dabei, da waren bei uns auch Leute wie Markus Zurkirchen, wie Siegfried Scheitlin, da waren die Consolascio, all die Leute, die man eigentlich heute noch kennt. Was denkst du selbst,
Was hat es ausgemacht, dass dann plötzlich dieser Clash kam, dass man sah, da entsteht etwas völlig anderes? Aufgrund eigentlich von 3, 4, 5, 6 Projekten, also das Blaue Haus und. Also das sollen andere beurteilen sein, das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich war es einfach besser, aber... Also das kann, aber es muss ja einen Grund geben. Das ist ja nicht, dass wir irgendjemanden bezahlt haben, dass die uns jetzt da weiter fördern oder so. Mhm. Ich möchte, das ist schwierig, so etwas darüber zu sprechen, weil man muss ja die Wahrheit sagen und andererseits kann man auch nicht arrogant sein. Mhm. Aber es gab damals einfach einen Unterschied. Und was ich vorhin sagte, deshalb habe ich das bewusst ausgeführt mit dem Büro, wenn du hast als Junger weißt du das gar nicht, du hast ein Unbehagen mit etwas und merkst, dass das nicht so gut ist und nicht so toll ist. Sicher ist es etwas, das du selbst nicht so machen möchtest. Mhm. Und das ist immer unser Antrieb gewesen, wir wollen es nicht so machen, wie die Tessiner oder wie diese Halbtessiner aus der Deutschschweiz. Das wollten wir nicht, sondern wir wollten ganz was anderes und wir wussten, was wir wollten. Und also dieser Drive, der bis heute, das ist entscheidend. Und ob das dann gut ist oder nicht oder Erfolg hat oder nicht, kannst du nicht sagen, das ist mir auch immer Wurst gewesen. Mhm. Ich möchte einfach an einen Punkt hingehen und ich kann sagen, weshalb ich an diesen Punkt hingehen möchte. Das ist entscheidend. Und ich habe nie gesagt, das ist besser als das. Aber wahrscheinlich ist es besser oder wurde als besser wahrgenommen. So muss ich es vielleicht korrekterweise sagen. Also du hast ja es ist einfach anders und es ist vielleicht stimmiger auf gewisse... Wir haben uns zum Beispiel nie durch Geschmack oder Stimmungen oder Ansichten oder irgend solchen unnötigen Kram leiten lassen, sondern immer ganz messerscharf, analytisch. Du hast ja vorhin gesagt, du denkst, dass das heute gar nicht mehr möglich wäre, auf diese Art ein Büro zu gründen und zu beginnen. Man hatte eigentlich den Eindruck, diese wesentlichen vielleicht 12 Projekte, die man damals kannte, waren fast prototypische Studien des jeweiligen Genres. Ich habe mal gedacht, es erinnert an Kubrick, der mit jedem Film ein neues Genre definiert. Also wenn er einen Krimi machte, war der anders. Wenn er ein Science Fiction machte, das Haus, das Blaue Haus zum Beispiel, dann auch das Haus in Tavoli, zum Beispiel Ricola, die Fabrikhalle. Ist das ein Impetus, wie du sagst, der Drive, den ihr hattet? Ihr habt gesagt, das muss es sein. Also quasi die Neudefinition der Genres, der Typologien auch. Also als ganz junger Architekt weißt du noch nicht genau, was du machst. Du weißt nur, dass du dich befreist, wie ein Weg. Mhm. Und die Sachen, die du erwähnt hast, das Blaue Haus, ist auch heute noch hat einen Charme, oder? Mhm. Aber da hat es vielleicht zu viele Sachen, die wir da probierten, viele Sachen, die wir machen wollen. Da ist immer die Gefahr, dass du dann zu viel aufs Mal machst. Aber es ist so im Rahmen, dass wenn du das heute anschaust, kannst du das ja objektiv anschauen. Es stimmt. Es ist ein schöner Ort, wo man immer noch hingeht. Dass die anderen, die du erwähnt hast, Tavoli und Ricola, die sind schon ein Stück weiter, sage ich mal, reifer. Also ich glaube, Ricola war wirklich neu auf der Welt. Die Art von Behandlung von Minimal hat es auch nicht gegeben in der Architektur, das ist eigentlich durch dieses Projekt, ich habe das Wort auch verwendet in dem Zusammenhang, obwohl das aus der Kunst kam, das war wirklich neu und das spürten wir auch, dass wir da... Also quasi diese Lamellen? Ja, dass man eine Fassade, die sieht aus wie eine Fassade, aber dass, wenn man näher hingeht, zerfällt das in Einzelbestandteile. Das hat noch niemand jemand gemacht. Und das wussten ein paar gescheite Kritiker, haben das gesehen. Und das hat sicher dann geholfen, ja, irgendwie zu sagen, hey, die machen da etwas wirklich Interessantes. Und das hat dann vielleicht das Nächste ergeben und so weiter. Aber wenn ich das jetzt heute mit dieser geschichtlichen Distanz anschaue, schaue ich das nicht viel anders an als irgendjemand da drin. Ich habe keine Nostalgie oder keine... irgendwie Nähe zu diesen Projekten. Ich kann das heute mit mehr Distanz betrachten, oder? Und ich wäre auch nicht mehr fähig, das zu machen, weil wir jetzt an einem anderen Punkt sind. Aber ich kann ablesen oder erkennen, weshalb wir es machten und dass das ein wichtiger Schritt war für uns selbst,
auf dem Weg zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Weil du kannst nie genau sagen, ich möchte im Leben einmal das oder das machen, sondern das ist ja immer ein Weg, der immer weitergeht, bis du stirbst. Das ist ja immer ein Werden, ein Prozess, oder? Und da sind wir bei Remy Zaugg, oder? Ja. Der ja auch nie Sachen eingefroren hat und Behauptungen aufstellt. Und Architektur ist natürlich eigentlich eine Behauptung. Du stellst etwas hin und das bleibt dann. Du kannst ja nicht wie ein Maler immer noch ein bisschen drum bascheln, sondern das ist dann so. Und es muss dann für den Ort stimmen. Aber du als Mensch, der damit verbunden war, als Architekt, du bewegst dich weiter und musst einfach so arbeiten, dass du das nie bereust. Weil das ist sonst peinlich, wenn du all diese Ruinen zurücklässt. Weil das sind es ja, die eigentlich deine Unfähigkeit und deine Unsicherheit ausdrücken. Das heißt, du musst alles geben für diesen Ort und gleichzeitig musst du wissen, es geht dann immer weiter. Jetzt, wenn es gibt man aber kein optimales, ja. Das ist es jetzt. Mhm. Aber es muss für den Moment muss es das Beste mögliche sein. In der Erinnerung, und das war eine auch für mich damals spannende und sehr respektvolle Beziehung oder Begegnung mit dir, als wir ein Du machten mit Schnäbli, dann eurem Büro, Zumthor und etwa 25 andere Architekten. Und mir schien, es war eine unglaubliche Strenge in diesen ersten Projekten. Also, wenn du vorhin gesagt hast, Bricolage, ich meine, okay, ihr habt es vielleicht so Nein, das erlebt, war noch früher, das noch Bricolage. Früher. Ja, die waren streng damals. Diese Strenge, dieses Minimalistische, würdest du auch sagen, das war eine entscheidende Phase. Also quasi die Entwicklung eines Alphabets fast. Ja, genau. Das war eine Art Teufelsaustreibung. Aber dann kamen andere Deutschschweizer und die machten all diese minimalen Schachteln. Und das hat uns auch panisch weggetrieben von dem Zeug. Oder? Das spielt schon auch eine Rolle, dass du als Architekt irgendwann merkst, das wird dann wie stilbildend. Und das ist schwierig, weil dann siehst du gar nicht mehr, weil es gibt Orte, wo auch heute noch eine ganz furztrockene, ganz rigide Lösung richtig sein kann, aber andere Orte überhaupt nicht. Und wir wollten uns nie festlegen lassen in dem oder dem. Und die meisten Architekten nehmen halt irgendetwas an, das ist wie ihre zweite Haut und das ist dann ihr Projekt. Und das verstehe ich, aber wir wollten das nie so haben. Und deshalb war diese Rigidität, wie ich sagte, ein Moment, um uns zu befreien, und etwas zu machen, was es damals nicht gab. Es gab nichts dergleichen Minimales, Rigides. Und das ist sicher der Einfluss von Remy Zaugg sehr wichtig gewesen. Darauf möchte ich gerne noch zurückkommen. Aber noch eine Frage. Ich erinnere mich an ein einziges Foto in einer Zeitschrift. Und da hast du sofort das Veto eingelegt. Das war von der Studentensiedlung in Dijon. Und da war in einem Fenster eine Rose. Und du hast gesagt, das will ich nicht, das ist mir zu anekdotisch. Und das haben wir dann rausgenommen. Wenig später, oder, denke ich, rund um Zaugg, die Beschäftigung mit Materialität, auch mit Fassade, mit Ornament, bringt eine völlig neue Sprache. War das jetzt einfach so der Prozess? Oder denkst du, da habt ihr eben, wie du sagst, im Sinne einer Abgrenzung wieder eine programmatisch, strategisch andere Kurve gefahren? Ja, also das Ornament, das ist klar, das hat uns dann viele Gegner eingebracht. Das war das erste Mal so ein Backlash, weil alle haben dann gedacht, jetzt sind die wirklich ganz scharf aufgestellt mit diesen harten Dingern da. Und dann kommen die gleichen und machen diese Ornamente. Und das habe ich natürlich geliebt, diesen Kurswechsel. Weil wir waren eigentlich nie dekorativ, aber viele haben das als dekorative Haltung verstanden. Wir haben uns ja sehr auch mit dem Ornament auseinandergesetzt und das Ornament ist ja in der Geschichte der Menschen ein ganz wichtiges Element, um eigentlich ein wichtiges integratives Element, weil das Ornament, jetzt nicht das Tattoo auf dem Arm verstanden, das kam dann später interessanterweise, ist etwas, das stets auf einen größeren Zusammenhang verwiesen hat. In Kulturen gibt es die Ornamente, die sehr stark mit
allem eigentlich zu tun haben und nicht einfach eine zufällige Applique sind. Heute ist das eine zufällige Applique. Der Mensch tätowiert sich, macht sich selbst unterschiedlich vom anderen. Wenn du gestern das Fußballspiel sahst, Real Bayern, und heute siehst du wieder diese ornamentierten Leute, dann merkst du, dass sie nicht unterschiedlich sind, sondern sie sind umso mehr gleicher, oder? Und das ist Dekoration. Das ist für mich ein ganz anderes Thema. Aber es hat uns sehr interessiert. Mhm. Auch das Tätowieren hat mich extrem drin. Aber das war vor über 20 Jahren. Und die Bedruckungen und die Ornamentierung von Oberflächen zunächst von diesen ganz einfachen Kisten hat interessanterweise die Volumina aufgelöst. Mhm. Das hat uns extrem interessiert, dass je mehr eine Oberfläche strukturiert ist mit wir haben ja vieles probiert, aber auch wir haben ja dann auch mehrschichtige Fassaden gemacht, dann begann die geometrische Klarheit des Körpers sich zu bewegen, optisch. Mhm. In der Wahrnehmung des Menschen wurde plötzlich dieser eigentlich prismatischen Klarheit eine totale eine Unschärfe. Mhm. Mhm. Und das ist auch etwas, was uns sehr interessiert hat. Das ist natürlich, hat etwas Malerisches, hat einen Einfluss von Zaug, aber auch von Gerhard Richter, mit dem wir ja auch ganz früh im Dialog standen. Und Richter hat ja das in der Malerei interessiert, diese Fragen, diese Unschärfe. Aber in der Architektur wiederum hat das kein Schwein gemacht, irgendwo auf der Welt. Mhm. Und später wurde das auch wieder zum Teil kommerzialisiert. Ja, sehr banal. Jedes Balkongestell hat heute irgendein Ornament. Dann ist es grässlich, oder? Aber auch das wieder, wie mit den Kisten, ich schließe nicht aus, morgen in einem Projekt diese Ornamente, das machen wir auch wieder in einem Fall, zu verwenden. Aber das hat uns auch gelehrt, die Sachen noch viel präziser einzusetzen. Mhm. Damit sie eben nicht, da sind wir wieder bei diesem blauen Haus, wenn du da 20 Jahre später drauf zurückschaust und es muss immer noch stimmen. Wenn es schlecht ist, dann stört dich das Ornament, weil es dann einfach so banal wie gestohlen. Aber wenn es scharf überlegt ist, konzeptuell eben ist und nicht stilistisch, dann ist das immer gut. Und das ist der ultimative Test. Architektur muss auch immer, immer, auch nach 100 Jahren noch etwas haben. Auch wenn es vielleicht dir nicht gefällt, sag ich mal, auf einer Geschmacksebene. Hier drin im Saal bin ich sicher, das gleiche Gebäude von allen Leuten beurteilt, bekommt ganz unterschiedliche Ratings. Mhm. Dann ist die Frage, ist das, weil die Qualität unterschiedlich ist oder weil das unterschiedlich wahrgenommen wird aufgrund des persönlichen Befindens. Und das sind zwei Paar Stiefel. Das ist wie in der Malerei, in der Musik, überall. Es gibt Sachen, die dir gefallen, die dir nicht gefallen. Das ist völlig okay. Mhm. Aber die Qualität hat nichts mit dem persönlichen Beurteilen zu tun. Jetzt aber vielleicht, ich denke, das muss Fachleute interessieren, wenn man sich den Prozess vorstellt, jetzt mit einem Remy Zaugg zum Beispiel, wurde er einbezogen schon grundsätzlich im Entwurf oder habt ihr eigentlich gewusst von der Konzeption her, vom Programm her, was ihr wollt und habt dann diese Relativierung, diese Umdeutung, diese Verschiebung über diese Vorgehängten oder auch die Geschichten mit dem Wasser, habt ihr das später dazugefügt oder ist es von Anfang an dabei? Man muss wissen, dass unsere Arbeit mit Künstlern nur möglich war, weil das eine natürliche Sache mit unserer Biografie ist und war. Die sind in der gleichen Szene wie wir zu Hause und das war natürlich, Remy war wie zeitweise wie ein Teil unseres Büros, wir waren extrem eng befreundet, wir haben auch seine Kunst angeschaut und haben, das war ständige Diskussion und das war ganz natürlich und wir haben ja alle Formen durchexerziert mit ihm. Mhm. Er war kein Architekt, er ist Künstler, aber wir haben Sachen zusammen machen können, weil wir uns nicht fragten, wer macht was. Mhm. Jahre später war mit Ai Weiwei, den wir durch Uli Sick kennenlernten,
etwas Ähnliches noch möglich? Wir waren noch jung genug, um wiederum so uns auszusetzen. Und wir gehen nicht hin und sagen, ja, ist jetzt ein Künstler und Architekt, jetzt macht der mal eine schöne Blumenvase und wir machen das Fenster dazu. Und wenn das nicht stimmt, die Kommunikation und das gemeinsame Erfahren, wir haben viele Reisen gemacht, Sachen kennengelernt durch ihn und durch Uli. Und wenn das aus dieser Situation des Lebens ergibt sich dann eine Arbeit. So muss man sich das vorstellen. Und das kannst du nicht endlos wiederholen. Wir haben mit Thomas Ruff vielleicht auch noch so eine Situation. Wir kennen x andere Leute. Wir sind mit Gerhard Richter ja auch jetzt seit Jahren dran, irgendetwas zu machen. Das sind Dinge, die nur möglich sind, wenn du mit jemandem eine Vertrautheit hast und mit dessen Arbeit. Mhm. Und deshalb muss es dann auch stimmen mit der Arbeit des Künstlers, der Künstlerin und des Architekten. Es muss wie eine gegenseitige Anziehung da sein und eine Notwendigkeit, dass man das so macht. Sonst ist es aufgesetzt und stimmt nicht. Der Jeffrey Kipnis, Kritiker, hat ja sogar von Kosmetik geredet, aber im positiven Sinn. Er hat eigentlich sich ein Stück weit auf Semper auch bezogen, Kosmos als Begriff für das Weltall, aber auch für das kleine Schmuckstück. Und das damit eigentlich über den Kosmos, die Kosmetik, eine neue Dimension in die Struktur kommt. Also ist das eine hypertrophe Interpretation oder hat dir das damals gepasst, so eine Interpretation von Kipnis? Also Semper war ja sicher ein Architekt, der klassizistischer Architekt natürlich, aber er hat ja mit seiner Auseinandersetzung mit dem Ornament und mit dem Textilen auch so Grenzen gesucht. Und das, glaube ich, mache ich das auch, also Herzog de Meuron auch als Firma natürlich, dass wir in Grenzbereichen sind, oder? Mit Mode, mit unserer Arbeit mit Prada, mit den Künstlern, mit Bühnenbildern, mit, ja, das sind Sachen, die du machst, weil das mit dir zu tun hat oder eben nicht. Und die müssen auch natürlich sein und muss irgendwie aus deiner Biografie irgendwie heraus zwingend sein. Und dann kann das interessant sein. Ja. Und bei Semper ist sicher einer, der das auch lebte, mehr als Schinkel, obwohl Schinkel war ja auch ein Maler. Ich bin sonst eher skeptisch, muss ich sagen, wenn es darum geht zu sagen, Leute sind so vielseitig begabt oder so vielseitig interessiert. Eigentlich gibt es kein Beispiel für einen Architekten, der auch noch ein guter Maler war oder ein Bildhauer, der auch noch Musiker war oder Schriftsteller. Das gibt es eigentlich nicht. Außer Leonardo konnte das niemand, denke ich. Ja. Diese Phase, das wären ja eigentlich die 90er Jahre mit diesen Projekten und Gebäuden wie das Stellwerk. Dann gab es dieses Projekt für die griechisch-orthodoxe Kirche, die Bibliothek von Eberswald, das Holzhaus Stuttgart, dann das Atelier von Remi Zaug natürlich, die Bibliothek von Cottbus. Das waren so diese einige davon von diesen skulpturalen Elementen. Jetzt Pierre de Meuron und du, das ist ja auch etwas, was man dauernd immer wieder diskutiert, wer macht wann was. Und du hast mal irgendwo gesagt, tendenziell seist du eher der, der am Anfang oft dabei ist und am Ende und Pierre de Meuron eigentlich in der Mitte. Ist das ein bisschen das Bild, das jetzt auch noch weiterhin im Unternehmen dieser gigantischen Größe von 400 Leuten noch so funktioniert mit euch zwei? Ja, tendenziell ist es schon so. Ich bin eher so die Impuls. Ich bin sehr spontan, sehr schnell in diesen Impulsen, bleibe aber auch dabei. Aber es ist natürlich so, dass auch Pierre und ich idealerweise immer zusammen sind. Und es ist eigentlich nicht so wichtig zu sagen, wer was macht, oder? Aber Pierre ist vom Charakter her sicher viel mehr hands-on und ist in diesen Prozessen engagiert. Und ich muss mich da irgendwie wieder rausnehmen und
schaue das lieber wieder von außen an, mit auch einer gewissen Distanz, um auch einen Freiraum, weil es braucht eigentlich eine Art ikonoklastische Distanz zu seinen eigenen Projekten. Sonst ist man zu sehr, also ich fühle mich dann befangen in dieser Soße, in dieser Suppe, die da kocht im Team, und das hasse ich eigentlich, diese. Und das ist ganz klar, die ganzen Teams sind da dran, tagelang, wochenlang, monatelang, und mit der Zeit wirst du blind von diesem Zeug, oder? Und das ist einerseits unabdingbar, damit das gut wird, dieses unglaubliche Engagement. Und Pierre ist vielleicht einer der engagiertesten, most committed Leute, die ich je... Und ich hätte nie etwas machen können, so ohne ihn. Und umgekehrt, glaube ich, ist es wichtig, dass man eben auch so eine Art wie mit dem Dolch auf dieses Zeug losgeht. Du sagst ja auch, das sei eigentlich eine der besonderen Qualitäten eures Büros, dass ihr von Anfang an quasi diese dialogische Dimension drin hat. Durch euch zwei immer noch die andere Position, immer mit dabei. Ja. Ist das eine Dynamik, die du bis heute in dieser Kreativität spürst? Also das ist nach wie vor ein Elixier eurer Produktionsweise. Ja, das funktioniert sehr gut und sehr bewusst von beiden Seiten. Das kann ich schon sagen. Ja. Gut, dann eigentlich die ultimative internationale Phase des Durchbruchs war selbstverständlich Tate Modern. Also ich habe in Wikipedia, sagen Sie sogar, internationale Bekanntheit hat das Büro damit erreicht. Ob das so ist, sei dahingestellt. Aber das war ja dann schon, wenn ich Interviews lese von früher, noch kurz vorher wart ihr irgendwie 30, 40 Leute. Dann geht es ganz schnell Ende 90er, Anfang 2000 in die 100. Und 2004 sind schon 200 Leute. Das ist eine unglaubliche Metamorphose für ein Team, für ein Büro. Also du hast mal gesagt, vom Labor zum Atelier und dann ins Unternehmen. Mhm. Wie hast du diesen Prozess erlebt? Das habe ich eigentlich gar nicht so gemerkt. Aber da war schon auch Pierre... ganz entscheidend. Pierre war jahrelang eine Art CEO, ohne dass wir das ausgesprochen haben. Ich denke, es ist ein großer Teil unseres Erfolgs ist, dass wir sehr kreativ sind als Firma, also als Business, nicht nur als Projekt. Und dass wir die Entwicklung der Firma auch eine Art als Projekt immer aufgefasst haben, sehr kreative Prozesse, wie ist das Business organisiert. Die meisten haben ja so eine Abscheu, die Architekten, die wollen das nicht mit dem Business und so. Und ich bin vielleicht auch jetzt nicht einer, der das jetzt wahnsinnig gerne gemacht hätte, aber du musst das machen. Es gibt nichts im Leben, das besser oder schlechter ist. Es gibt Sachen, die du lieber machst als andere. Aber es ist eigentlich ganz wichtig, dass du alles anschaust und überall einen kreativen Impuls zu setzen vermagst. Und ich glaube, das ist ein großes Geheimnis unserer Firma. Die Firma ist extrem kreativ zusammengestellt als Ort, wo Prozesse wie ablaufen. Und das ist ein riesen Verdienst von... vor allem Pierre auch, und wie das bis heute, wir haben ja seit einem Jahr jetzt einen CEO, wir haben all dieses Zeug, wir haben x Abteilungen, oder wir haben The Kitchen Affair, das ist eine Abteilung, wo ich eigentlich noch so ein Sonderamt, wo wir eben andere Sachen machen, die ich vorhin erwähnte, eben auch diese Mode-Defilés für Prada und die Operas und all das Zeug, also wo wir, das ist alles ganz bewusst aufgestellt, Abteilung. Die Firma könnte eigentlich 5000 Leute haben. Aber ich meine, auch ein alter Spruch von Schnäbli war mal, bau nichts, was du nicht bis zur Ausführung begleiten kannst. Jetzt versuche ich mir vorzustellen, wie macht man das? Also in welchem Moment bestimmt ihr einen wohl der Partner als führenden Projektleiter? Und dann lässt man das eine Zeit lang laufen und ist, habe gelesen, praktisch alle Wochen einmal da, diskutiert es.
oder alle 2 Wochen. Und ich habe sogar gehört, ihr geht immer zusammen. Ja. Eigentlich konsequent nicht einer allein. Ja, meistens, ja. Und wie kann man in dieser Dimension diese Qualität so noch kontrollieren? Ja, eben indem man regelmäßig hingeht und kritisch das anschaut, sehr kritisch. Und ja, es ist klar, es ist begrenzt und wir sind ja, werden ja auch nicht jünger und von da gesehen ist ja 400 schon nicht schlecht oder 500, wir sind etwa 450, glaube ich, aber es könnten vielleicht tatsächlich 4.000 oder 5.000 sein. Ich sage jetzt das bewusst als gigantische Zahl, weil natürlich geht das nicht so, weil du kannst ja nicht alle Projekte so genau anschauen. Es ist nicht so, wie Schnäbli sagt, dass du alles bis auf der Baustelle, das Bauen hat sich so verändert, dass du als Architekt auf der Baustelle gar nicht mehr erwünscht bist. Aber wir haben natürlich unsere Teams dort, aber im Gegensatz zu früher ist es so, dass alle Bauteile, alle relevanten Bauteile werden ja eins zu eins aufgebaut, da bestehen wir drauf. Das heißt, du weißt eigentlich, was passiert. Und dann muss man auch sagen, das sind vielleicht nicht alle Architekten, Kollegen, die hier sind, einverstanden, aber es ist unglaublich, wie sich die Qualität der 3D-Renderings, also dieser Visualisierungen, in den letzten 2-3 Jahren noch einmal unglaublich verbessert hat. Das heißt, du kannst ziemlich genau bis zu den Oberflächendetails deinen Entwurf darstellen. Das heißt, du kannst ihn begehen und es hilft dir, nicht, finde ich, soll es dir helfen, das Zeug so zu vermarkten, sondern soll dir helfen, in das Zeug einzudringen, das zu erkennen. Das konntest du früher nicht. Früher hast du Modelle gehabt, du hast Pläne und Schnitte. Das bleibt für uns nach wie vor ganz wichtig. Aber diese, die Kontrollen oder die Möglichkeiten der Visualisierung, mit den Projekten anders umzugehen, das ist schon, wir müssen schon auch über die Technologie reden. Architektur bleibt Architektur. Wie immer. Genau gleich wie vor 10.000 Jahren. Aber wie du sie machst und welches die Mittel sind, das ist schon interessant. Und mir fällt auf, auch in der Wissenschaft, in der Biologie, die uns nach wie vor sehr beschäftigt, und Chemie und Forschung, sind die bildgebenden Mittel, haben sich dramatisch verändert. Unglaublich, wie du heute in Zellen hinein, in Gewebestrukturen hineingehen kannst und Sachen dort anschauen. Also ihr arbeitet sogar mit der Virtuality? Ja, auch, aber du kannst es auch zweidimensional wieder reproduzieren, oder? Ich sage nur, grundsätzlich sind die Bilder, das ist eine Veränderung in unserer Kultur, die Bildwelten, oder? Die, das Eindringen in das, was noch nicht da ist oder was da ist, und statt das virtuell darzustellen oder das Verschmelzen von Virtualität und Realität, ist anders geworden. Und wir sind jetzt abgeschweift, aber für uns ist es auch interessant, wenn du dann in ein Projekt hingehst, wie orientierst du dich und wie spielst du die Kritik zurück den Teams, oder? Weil es ist immer wichtig, in den Teams auch Impulse zu geben, aber immer auch zu sagen, nicht zu sagen, ja, das ist scheiße, machst du so oder so, sondern es ist ja immer, und das ist auch sehr anstrengend, und das begrenzt natürlich die Anzahl Projekte oder die Anzahl der Auftritte pro Woche. Du musst dann sehr präsent sein und schnell erfassen können, wo geht das eigentlich hin? Stimmt das so oder was wollen wir eigentlich? Du sollst dich nicht von den Bildern verführen lassen, sondern du musst fähig sein zu begreifen, wo stimmt es und wo stimmt es nicht. Und das musst du dem Team vermitteln können, glaubwürdig. Sonst bist du nur autoritär und blöd. Aber du musst glaubwürdig sein, dann bist du auch glaubwürdig gegenüber der Bauherrschaft. Und dann bist du auch glaubwürdig als Architekt in der Gesellschaft, dann bist du auch glaubwürdig als einer, der auch städtebaulich ein Projekt so vertritt gegen ein anderes. Dann merken die Leute, die machen das nicht, weil du möchtest der Größte sein oder der Beste, sondern du machst es, weil das Projekt auf diese und diese Frage ganz eine klare und präzise, vielleicht falsche, aber nachvollziehbare Antwort gibt. Und das ist wie in der Medizin, das ist wie beim Arzt oder wie beim, ja, beim, ist ähnlich wie eine Analyse bei einer MRI. Das habe ich noch nie so gesagt, aber eigentlich ist das
nur bei der MRI, hoffentlich gibt es nur dann einen Weg, oder du operierst oder operierst nicht, und in der Architektur kannst du natürlich immer so oder so machen, aber manchmal ist auch da geht es darum, Operation ja oder nein. Trotzdem hast du ja auch schon gesagt, es gab dann vor allem im chinesischen Raum Projekte, wo du selber eigentlich als schwierige Situation erlebt hast, dass man ein Projekt quasi abgibt und es wird entweder dann so realisiert oder nicht. Es gab Projekte, die eigentlich abgelehnt wurden und dann irgendwo wieder aufgenommen wurden, ohne euer Wissen oder ohne euer eigentliches Platzet. Das sind ja dann schon Dimensionen im internationalen Betrieb, wo es sicher irgendwo prekär wird. Oder findest du, ist es einfach part of the game? Ja, ich bin da nicht so heikel wie jetzt der Dölf Schnäbel oder andere, die dann irgendeinen Artikel in der Zeitung schreiben, dass sie jetzt so schlecht behandelt worden sind oder so. Das ist einfach so, wenn es so ist. Aber uns ist das eigentlich noch nie passiert. Wir wussten beim Stadion in Peking nicht, ob die Chinesen das so realisieren würden. Das haben wir auch mit Ai Weiwei immer so diskutiert. Wir fanden das so radikal, das Projekt, das wir befürchteten, dass sie Vereinfachung machen, das hätten, wenn sie das gewollt hätten, hätten sie das gemacht. Da hätten wir gar keine Chance gehabt. Dann hätte man immer noch sagen können, ja, wir haben es anders gezeichnet. Aber es ist dann so, als Architekt bist du immer irgendwo dabei. Wir sind wieder beim Generalisten. Wenn in der Zeitung steht, dieses Gebäude ist von dem und dem Architekt, das wird gelobt, jetzt Elbphilharmonie, es wird gelobt, sicher ist das ein tolles Gebäude und alles, aber es wird gelobt, weil jetzt ist das mit den Kosten im Griff, jetzt ist die Musik toll und den Leuten gefällt es. Das, ein Teil ist davon unser Verdienst, ein Teil ist anderes Verdienst. Wenn das alles nicht geklappt hätte oder die Kosten total im Elend, es wurde nicht fertig, wir wurden irgendwie ausgeschlossen oder so etwas, dann wären wir jetzt die ganz bösen Buben. Oder? Und es gibt immer diese oder diese Möglichkeit und du kannst dich nicht total schützen, weil du bist tatsächlich als Architekt halt irgendwie für das Ganze Verantwortung. Mhm. Wir alle hier im Saal haben noch diese Wahrnehmung, oder? Für die Fenster, für die Türen, für die Dachziegel, für den Dachkennel, obwohl vieles heute gar nicht in deinen Händen ist. Was ich spannend finde, irgendwo sagst du, dass es dir viel bedeutet, den Bauherren, die Bauherrschaft permanent auch einzubauen. Also als gutes Beispiel all die, glaube ich, gegen 7 oder 8 Projekte für Ricola. Ja. Ist eigentlich auch nicht unbedingt Common Sense. Oder? Sehr oft sagt man, nein, halt mir die Bauherrschaft vom Hals. Das bedarf hoher Moderation, hoher auch Sensibilität. Wie hat man sich das genau vorzustellen? Also zum Beispiel bei Roche, diese Doppelhelix wurde dann als zu gigantisch oder zu extra Vers angeschaut und ihr müsstet euch eigentlich reduzieren auf ein schlichteres Projekt. Wie hat man sich das vorzustellen? Also sind ja zwei Fragen. Das erste jetzt mit den Bauherrschaften. Ja, du musst die Bauherrschaft mitnehmen, kannst dich nicht da drücken und vorbeimogeln. Und das ist wieder das Gleiche mit dem MRI, oder? Du musst Sachen auf den Tisch legen und dann kannst du darüber sprechen, wenn du da intellektuell oder konzeptuell oder vom Charakter nicht das nicht aushältst und nicht magst, dann ist das ein Problem. Man muss das, was man tut und machen möchte als Architekt, sei es eine Farbe, sei es eine Fassade, sei es ein Volumen, sei es irgendetwas, musst du erklären können, wieso machst du das so. Und wenn du das, und da habe ich nie ein Problem gehabt, nie. Und wenn das dem Bauherrn nicht gefällt, dann kannst du das nicht an ihm vorbeimogeln. Und dann musst du was anderes suchen oder dann geht es halt nicht. Aber bis jetzt ist es noch nie nicht gegangen oder vielleicht einmal oder so, ich weiß nicht. Das ist eigentlich ganz klar. Einfach voll Fakten, voll rein, oder? Das ist das Einzige. Ich habe deshalb auch nie Probleme, über irgendetwas zu sprechen, wo ich selbst engagiert bin, weil ich möchte keine schlaflosen Nächte haben. Ich möchte, dass die Sachen auf den Tisch kommen. Das ist ganz wichtige Kultur, also Umgangskultur, aber das ist auch halt eine Persönlichkeitsfrage, eine Charakterfrage. Für mich war das immer so und das ist auch irgendwie unsere Firmenkultur geworden, glaube ich. Und jetzt im Fall von Roche ist es so, dass diese Doppelhelix, die offensichtlich
der Baukultur oder der Kultur, dem Verständnis oder dem Selbstverständnis der Bauherrschaft, also in dem Fall Roche oder des damaligen CEO, das war ja Humer, war ein anderer, nicht gefallen hat. Mhm. Und das war für uns natürlich nicht einfach, weil wir natürlich uns an dem Gebäude lange austobten und lange dafür arbeiteten. Muss ich aber im Nachhinein sagen, das war bevor Roche entschieden hat, quasi das Ganze, für die Leute, die das nicht so genau kennen, die machen ja einen radikalen Umbau. Das ganze Gelände wird umgebaut, das Ganze. Das ist eine Stadt in der Stadt. Und das war damals noch nicht klar, oder? Es war noch eher so ein Einzelbau. Und als Einzelbau wäre das sicher attraktiv und einzigartig gewesen, so ein Ding. Aber im Zusammenhang mit dem unmittelbar nachher einsetzen, überlegen wir, müssen eigentlich das ganze Areal erneuern und den ganzen Standort ausbauen, macht das total Sinn. Und heute würde ich nicht zurückgehen wollen, weil es gibt ja einen zweiten Turm und dieser jetzige Turm, den man von überall sieht, der wird ja dann überragt von einem zweiten Turm und die zwei zusammen sind in dieser plastischen Konfiguration mindestens so außergewöhnlich wie diese Doppel. Das heißt, muss man sehen als Teil eines Prozesses wiederum. Und das finde ich insofern ein gutes Beispiel. Du kannst, wenn der Bauherr etwas nicht möchte, dann ist es so. Dann mache ich nicht lange. Aber da werfen ja viele dann den Bettel hin. Das weiß ich nicht, aber du bist dann mehr oder weniger enttäuscht. Aber man muss halt auch begreifen, dass das, du baust nicht für dich. Du baust schon für dich im Sinn von, das muss für dich total stimmen. Aber Architektur ist eben nicht Malerei oder Bildhauerei, wo du eigentlich nur deine eigene Sprache für dich, deine Creatio machst, oder? Who cares? Aber Architektur ist letztlich für einen anderen. Und das ist psychologisch gesehen nochmal eine ganz andere Situation. Und das muss man voll akzeptieren. Und wenn du das nicht akzeptierst oder nur so widerwillig, dann hast du immer ein Problem, ein Magengeschwür oder so etwas. Du hast selber vorhin die Elbphilharmonie angesprochen. Ich meine, wir kommen nicht ganz darum herum, diese ganze Überschreitung um, ich weiß nicht, 1000%. Das kann man sich eigentlich von außen nicht vorstellen. Und ich habe den Untersuchungsbericht, glaube ich, den zweiten, dritten gelesen. Man konzentriert sich vor allem auf diese Organisation, die quasi als Behörde zwischen Bauherrschaft, Büros und der GU vermittelt hat. Diesem Herr Wenger, glaube ich, heißt er oder sowas. Aber du sagst, ich will keine schlaflosen Nächte. Das war ja schon starker Tabak irgendwann, oder? Im Verlauf der Entwicklung. Wie war das fürs Büro? Ja, das war schwierig, klar. Ja, das war schon schwierig. Ja. Also, uns war klar, uns Deutschland. Das weiß ich nicht so genau, Deutschland. Das ist ein großes Land und was die anderen machen, weiß ich auch nicht so genau. Aber ich weiß einfach, dass die Zahlen, die da herumgeistern, diese anfänglichen Schätzungen, wir haben nie eine Zahl, wir haben nie eine Zahl rausgelassen, wenn man das anschaut, ist gar nicht möglich. Ja. Und also es ist sicher so, dass es eine krasse Verschätzung war der möglichen Kostenfolgen. Es ist sicher auch so, dass es bei vielen Großprojekten, vielleicht in Deutschland, aber auch in anderen demokratischen Ländern, gibt es eine Zahl, die wurde dann irgendwann mal in die Welt gesetzt und das ist dann, da muss man daran festhalten, bis das Projekt aufgegleist ist und dann kommen da die Nachforderungen, wenn man einsieht, dass das Programm, das gefordert ist, sei es ein Museum oder ein Konzerthaus oder ein Rathaus, gar nicht zu halten sind. Und auch da unmittelbar Reaktion ist, der Architekt, ja, das ist ja grässlich, wenn die Kosten überschreiten und so. Vielleicht hat der Architekt gar nichts damit zu tun. Vielleicht schon, aber man muss es von Fall zu Fall wieder anschauen. Und du bist nie unschuldig als Architekt, weil du bist so überall da drin. Aber wir haben mit diesen Kosten und mit diesen Zeitvorgaben nichts am Hut, weil wir waren nie in der Position, das zu selbst zu rechnen oder die Zeiträume selbst zu veranschlagen.
Wenn wir vielleicht, ich glaube, dieses Bild hat ja wirklich jeder vor sich, die Elbphilharmonie, das ist das Verrückte, das hat man einmal gesehen und es ist ein Bild, das hat man in sich. Wenn wir das vielleicht kurz ein bisschen anschauen, von den alten Vorstellungen her, dass du ein Gebäude lesen solltest oder du solltest es lesen können, dass irgendwie die Sichtbarkeit auch eine Lesbarkeit bedingt und letztlich eine Erlebbarkeit, so kulturtechnisch. Wenn du das jetzt siehst, kannst du eigentlich nicht sagen, was es ist, oder? Also es ist eigentlich ein bisschen noch extremer die Idee mit dem Skulpturalen und mit der Fassade, die eigentlich von der Sache wegführt und auch ein Mysterium ist, oder? Am Hafen da, du siehst diesen Himmel, dieses wunderbare Gewölk und denkst, das muss etwas ganz Leichtes sein. Und ich habe dann die Bilder gesehen von diesen Innereien. Das ist ja unglaublich, oder? Was das für eine Maschine ist da drin, mit Beton, mit die ganze Technik. Was war jetzt hier der Prozess? Offenbar war das diese kleine Zeichnung von dir auf einer Postkarte, wurde völlig verworfen zwischendurch mit Modellen, ganz andere Geschichte und ist am Ende eigentlich wieder da gelandet. Ja, die Teams haben einfach ein bisschen noch rumgebastelt, aber es war eigentlich immer klar, dass es so... Es musste so kommen. Nein, es war auch... Man weiß wirklich, das ist eine gute Frage, bei Architektur weiß man bei moderner Architektur eigentlich, was es ist. Das KKL ist vor allem ein Dach, oder? Mhm. Und das ist auch das Geniale beim KKL. Mhm. Und bei der Elbphilharmonie hat es unten ja diesen Betonsockel, dann steht etwas oben drauf. Das heißt, es ist eine Art Spiegelung, oder? Mhm. Also mit Wasser irgendwie was zu tun. Und ja, es ist kein Bürohaus. Und das sind alles bewusste Entscheide, wie machst du das Glas und so weiter. Es ist kein Museum, es ist, ja gut, also Musik ist schon eine mögliche Interpretation. Aber es ist ja nicht mehr so einfach zu sagen, wie sieht heute ein Bahnhof aus, auch nicht so einfach. Da habt ihr auch wieder Glück gehabt, habt das alte Tor vorgezogen, das heißt, sieht noch einigermaßen aus wie ein Bahnhof. Aber häufig ist es tatsächlich so, dass Sachen nicht mehr, weil man gar nicht mehr weiß, wie das ausschauen soll. Oder eine Kirche im Dorf gibt es eigentlich fast nicht mehr. Ich finde das eine ganz gute und entscheidende Frage. Wichtig ist, glaube ich, die Identität, die entsteht, weil du machst, Architektur ist ein Ort, der entsteht. Natürlich ist irgendein Wohnhaus weniger im Fokus, aber das ist ein öffentlicher Ort. Und mit dem zunehmenden Bekanntheitsgrad wurden wir oder werden wir bis heute in Städten immer an wichtigere Orte gebracht. Meistens ist es dann das Wichtigste oder eines der wichtigen Gebäude einer Stadt. Erstens eine große Verantwortung und zweitens, wie schaffst du es, dass die Leute gern dorthin gehen und dass sie das auch irgendwie als Teil von ihrer Stadt wahrnehmen. Das ist es uns gelungen in Hamburg, es ist uns auch gelungen mit der Tate. Und das ist das Wichtigste, weil das ist eigentlich auch das Schwierigste, und du weißt als Architekt nicht immer, wie das geschieht. Aber man müsste das von Fall zu Fall anschauen. Was machst du, was wird dort verlangt, was ist das für ein Ort? Das ist Wind und Wetter und du siehst es vom Wasser. Dass so ein Haus wäre in der Schweiz, irgendwo, auch jetzt hier in Luzern oder in Zürich, oder das wäre unmöglich, das würde die ganze Stadt implodieren lassen. Ja, das ist viel zu, auch die Tate geht nicht. Das heißt, jeder Ort ist eben anders und das ist eigentlich noch schwierig, so abstrakt zu sagen, was machst du denn dort oder dort oder dort, und du musst wirklich jedes Mal eine Antwort finden, und wenn du die Antwort suchst oder wenn du die dann vorstellst, die Projekte, musst du fähig sein, über diese Gründe zu sprechen, weshalb du es so machst. Das führt jetzt hier zu weit, aber wir könnten schon in einem konkreten Projekt sagen, wieso habt ihr jetzt das so gemacht, wieso habt ihr diese Rampe gemacht bei der Tate, wieso habt ihr dieses Brückchen, wieso habt ihr das ausgekernt. Das sind alles Entscheide, die Teil einer gesamten Vorstellung sind. Und so ist es auch bei der Elbphilharmonie. Jetzt steht das dort, ja, vielleicht ist es ein Musiksaal, aber es ist vor allem ein Teil, es ist wie so ein Fels, der
sagt, jetzt ist Hamburg da, weil die Stadt ist ja woanders, die ist bei der Alster. Aber das ist ein anderes Hamburg. Jetzt ist Hamburg an der Elbe angelangt, weil die Stadt wächst. Und früher war die Stadt gar nicht an der Elbe. Die Stadt, der Elbraum ist viel zu groß, der öffnet sich zum Meer. Und das ist, deshalb ist es auch so hoch und so wuchtig, weil der Raum so riesig ist. Im traditionellen Hamburg, das genau daneben steht, wäre das eine Faust aufs Auge. Das wäre unmöglich, pervers. Und das, so ist Architektur. Es gibt keine allgemeingültigen Regeln. Das macht es ja so schwierig. Mhm. Deshalb gibt es so viele schlechte Architektur. Mhm. Es ist, während es viel weniger schlechte Gerichte gibt, weil es eben Kochbücher gibt, immer noch genug schlechte Gerichte. Ja. Aber es ist trotzdem, die Rezeptfreiheit der Architektur ist eigentlich ein Problem für die moderne Architektur. Als die Architektur noch wusste, wie etwas auszuschauen hatte, war das einfacher, weil es gab klare Rezepte. Eine Schule sieht so aus, neogotisch oder Neorenaissance, das Rathaus ist so, die Kirche ist so, der Bahnhof ist so. Und wir haben das verlassen oder verloren, diese Unschuld, und sind jetzt woanders. Und jetzt muss man eben einen Weg finden. Mhm. Und mit diesem Weg haben wir jetzt ein bisschen gesprochen. Also vielleicht doch noch eine Nachfrage hier, als wir kurz durch das Gebäude hier gingen, hast du gefragt, was ist hier alles los da drin, was gibt es hier? Es gibt die Outlets, es gibt das Kunstmuseum, es gibt den Luzerner Saal, es gibt dieses Auditorium und eben den Konzertsaal. Wann und in welchem Moment war dieses Programm definiert? Also dass es da drin in der Elbphilharmonie noch ein Hotel hat, dass es noch Wohnungen hat. Und vor allem, was ich ganz spannend finde, diese öffentliche Plattform. Weil das, finde ich, fehlt hier. Oder? Das, eigentlich ist das KKL für die Menschen ein Gebäude, das zu ist, außer wenn Konzerte sind und wenn man ins Museum geht. Und das ist der soziale Anteil, oder? Ja. Am sozialen Kapital. Alle können dahin, auch wenn sie nie ein Konzert sehen können. War das eine politische Entscheidung? Das ist uns sehr wichtig. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Es ist ein großes Anliegen, diese Projekte für die Leute zu nutzen. Das ist nicht, weil ich so besonders sozial veranlagt bin, aber ja auch, weil ohne die Menschen geht es halt nicht. Und die Menschen sind ja wichtig in diesen Orten. Und ich denke auch, ich finde, das KKL ist ein herausragendes Gebäude, ist auch ein toller Architekt. Jean Nouvel ist, finde ich, wirklich ein interessanter Architekt. Der hat hier etwas Außergewöhnliches gemacht. Vielleicht nicht alles, aber wie dieses Dach, wer unter diesem Raum steht, der spürt. Das finde ich übrigens eine interessante Erfahrung. Das ist eine Art eminente architektonische Erfahrung, dieser Raum, der wirklich mit dieser Landschaft, mit diesem Seebecken zu tun hat, das ist es eigentlich. Und das ist ja immerhin auch schon ein öffentlicher Raum, wo die Menschen hingehen kann. Und klar wäre, oben diese Terrasse unter dem Dach, die irgendwie auszubauen und dort die Leute hin, dass man das eher zugänglich macht, das wäre sicher ein attraktives Angebot. Aber Nouvel hat halt nicht daran gedacht, oder das war ihm nicht so wichtig. Und ja, und die Schweiz ist nicht ein Land, wo man das so macht. Die Schweiz ist ja nicht so interessiert daran, an Öffentlichkeit. Ist eher, du gehst schnell wieder nach Hause und der Nachbar und so. Und das hat auch damit zu tun, weil die Gebäude in einer Stadt sind die Gebäude, die diese Stadt verdient und möchte und haben. In der Schweiz gibt es kein einziges Gebäude, das so öffentlich und zugänglich ist. Keines. Ich frage natürlich, weil es hat ja eine deutsche Wissenschaftlergruppe hat das analysiert, haben verglichen Elbphilharmonie, Bilbao und Luzern KKL und haben gefragt, warum hat es Bilbao und Hamburg auf Anhieb geschafft, ein neues Bild zu schaffen für Bilbao und für Hamburg, was jetzt völlig bei den Leuten drin ist. Und in Luzern bleibt die Kappelbrücke das Entscheidende. Ist wirklich so rausgekommen. Und jetzt kann man fragen, ja, ich habe dich gefragt, fehlt dem Haus eine Fassade? Nein, das finde ich...
Das Dach ist die ikonische Form. Mhm. Und das war sehr clever. Du kannst natürlich das alles wegdenken und du kannst auch da, wenn du dir jetzt vorstellst, Bilbao hierher zu setzen. Es wäre vielleicht ein bisschen zu groß, aber als Objekt wäre auch nicht schlecht, oder? Mhm. Dann hast du aber vielleicht wäre es schade, weil es den Raum wie zu sehr ausfüllt. Mhm. Durch das Dach nimmst du den Raum hinein und du siehst in den Raum hinaus. Das ist sehr intelligent, mhm, finde ich. Mhm. Und nein, also ich denke, das ist Kappelbrücke so stark, oder? Ich weiß nicht, ich habe jetzt die Kappelbrücke nie als das. Als Ikone. Ich fand jetzt, für mich ist es eher Luzern, wenn du da ankommst, so eine Komposition von sehr unterschiedlichen Elementen. Mhm. Dazu gehören auch die Bäume, diese große Buche da vorne, dann diese komischen Abfahrtshäuschen, die sind eigentlich wunderbar, dann diese Bucht mit den arabischen Frecken da drauf, mit die Fähne füttern, schwarz-weiß. Finde ich auch interessant als Tupfer. Und die Altstadt, dann das Hotel Gütsch am Hang. Über den Bogen hinweg. Die grünen Wiesen dahinter, das ist fast wie in einem Dorf. Aber davor die Kulisse mit diesen Hotelfronten. Mhm. Für mich ist Luzern schon sehr so kompositorisch aufgestellt. Und deshalb ist das Dach viel, viel besser, als wenn du eine Fassade hättest. Eine Fassade würde, also im klassischen Sinn, würde das wie irgendwie zerstören. Mhm. Deshalb ist auch die sind jetzt nicht so schön, aber diese Idee der Filter, die diese Fassade hat, ist eigentlich absolut die richtige Reaktion. So wie ich das anschaue, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es ist ja nicht mein Gebäude, aber ich habe das heute auch wieder so wahrgenommen, oder ohne dass jetzt du mich da... Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Ich hätte ein Anliegen noch, weil wir ja sehr viel über Stadtarchitektur, auch Städteplanung reden. Herzog Dümmeron zeichnet sich ja auch aus, Sie haben es ein bisschen im Titel, ihr bleibt engagiert in der Region Basel, städtebaulich, aber auch raumplanerisch. Also die ganzen Diskussionen damals über die Metropolitanregion mit dem Studio Basel, du sagst, das ist teilweise im Moment eingeschlafen. Ja, also die Projekte, die laufen alle weiter, aber das ETH-Studio Basel, das schließt, das gibt es nicht mehr in der Form, aber vielleicht gibt es andere Formen, wo wir mit Studenten, wir sind ja auch mit Harvard engagiert. Ist ein bisschen eine Frage unserer eigenen Energie, wo wir uns engagieren, aber wir sind tatsächlich sehr lokal und sehr international zugleich und städteplanisch oder raumplanisch sehr mit der Schweiz insgesamt beschäftigt. Die Frage ist, ob es da ein neues Projekt gibt oder nicht, das müssen wir noch anschauen. Vielleicht auch im Zusammenhang mit einem Projekt für Afrika, vielleicht gibt es auch eine Gegenüberstellung. Und die ganze Planung dieser Metropolitanenstadt Basel, die ja in drei Ländern ist, mit S-Bahn, das sind sehr heiße Diskussionen, da geht es ja um viel Geld mit dem Bund und so, da sind wir sehr engagiert. Da geht es dann bald auch darum, wie verknüpft sich Inhalt, Vision mit Politik, mit lokaler Politik, mit Parteipolitik und mit Verteilungspolitik in der Schweiz. Da sind wir wieder beim Thema, wo geht, in welche Region geht, wie viel Geld, wie viel zahlt die Region, wie viel kriegt sie. Und da sind dann schnell wieder ganz andere Sachen gefragt. Und ja, die Frage ist immer, wie wir uns da engagieren wollen. Was ist in dem Zusammenhang der Begriff der vernakulären Architektur? Den braucht Jean-François Chevrier. Ja, Chevrier. Es ist eine Art, einerseits lokale Referenz, ohne quasi das Einheimische jetzt im Sinne eines Protektionismus zu pflegen, aber sich immer wieder zu verorten, oder wie hat man das zu verstehen? Ja, ich denke, wir haben über das KKL gesprochen, Luzern. Du müsstest hier ganz anders wieder denken als
jetzt in Basel oder in Zürich oder in Bern oder in Genf oder in London. Oder es ist einfach jeder Ort, wie jeder Mensch anders ist, und Architektur hat mit diesem Anderssein umzugehen. Das ist jedenfalls in meiner Generation und in unserer Auffassung ist so. Es gibt auch andere Auffassungen. Die Römer zum Beispiel haben Städte ja gleich gebaut, nach diesem Cardo Decumanus-Prinzip, weil sie natürlich einen Machtanspruch und eine Kultur weltweit durchsetzen wollten. Das ist etwas anderes. Das ist auch möglich. Du musst einfach, was du machst, musst du erklären können und diskutieren können in Bezug zu einem anderen Modell. Es gibt kein absolut richtiges Modell. Als Abschluss vielleicht der Ausblick ein bisschen in den Süden. Die Fondazione Feltrinelli, finde ich, hat ja gerade, glaube ich, in Spanien einen Preis gekriegt. Das hat mir die Inge Feltrinelli erzählt, für die beste städtebauliche, den besten Eingriff des letzten Jahres. Ich finde das phänomenal, wie dieses Quartier mit diesem einen Gebäude völlig neu heute lebt, zwischen Voltaplatz und Piazza Garibaldi, Porta Garibaldi. War das absehbar, dass das so funktioniert, diesen Begriff, oder funktionieren? Weil, ich meine, die haben mittlerweile 400 Veranstaltungen jeden übers Jahr, praktisch jeden Tag was. Das ist permanent am Laufen. Ja, das freut uns natürlich, und das ist auch wieder so die Frage von der Öffentlichkeit und wie es gelingt, die Idee des Bauherrn zu verknüpfen mit einer Idee der Öffentlichkeit. Und das ist uns da jetzt auch gelungen und das freut uns, und Mailand ist natürlich wieder völlig eine andere Stadt. Und in dem Fall, ich weiß nicht, wer das Projekt kennt hier, ist das eigentlich ein ganz traditionelles Gebäude. Es ist nicht ganz traditionell, sondern es ist eigentlich wie eine, rhythmisiert, es ist eigentlich eine Struktur, die, ja, die sehr, sag ich mal, tradierte Formen aufnimmt und trotzdem eine sehr zeitgenössische und offensichtlich großen Erfolg hat, auch bei den jungen Menschen in Mailand. Ja. Jetzt als krasses Gegenbeispiel, nicht um nochmal über Zürich zu schimpfen, aber die Europaallee finde ich persönlich ziemlich schwierig, wenn nicht eine Katastrophe. Also du hast vorhin gerühmt, diese möglichen digitalen Varianten der Spielerei in Details. Da habe ich den Eindruck, dass sein reine Volumen hochgezogen, ein bisschen die Fassaden verändert. Also eigentlich schlimm. Und da muss man unten billige Läden reintun, damit Leben kommt. Also, oder sagst du dazu nichts? Ich glaube, es geht niemand freiwillig dorthin, jedenfalls. Ach so. Ja. Ja, das ist ein relativ bitterer Schluss. Wir müssen, glaube ich, aufhören. Wir gehen nicht freiwillig in die Europaallee, aber du gehst morgen freiwillig nach New York. Jacques Herzog, wir hätten noch lange reden können, aber du hast gesagt, du musst 20 nach nach Basel und dann weg nach New York. Danke vielmals, Jacques Herzog. Danke.